Um wen handelt es sich denn deiner Ansicht nach, wenn wir über Benjamin sprechen? Also Benjamin selbst hat sich als einen linken Außenseiter bezeichnet, als einen Lumpensammler und zugleich als historischen Materialisten. Und ich glaube, diese Selbstbezeichnung ist ziemlich treffend. Und man sieht an dieser Selbstbezeichnung auch, zwischen wie vielen Stühlen er sitzt. Das lässt sich irgendwie biografisch an seinem Freundeskreis nachzeichnen, dass er befreundet war mit Brecht, mit Adorno, mit Horkheimer, mit Korsch, mit Krakauer, mit Latschisch, mit Korsch und Sohn Redl, mit Scholem natürlich sehr wichtig, Hannah Arendt, Bloch, Germaine Krull. Ich sage jetzt all diese Namen, weil das so eine Art Spinnengewebe darstellt, in dem sehr viel intellektuelle Entwicklungen des frühen 20. Jahrhunderts zusammenlaufen. Und ich glaube, an diesen Freundschaften mit so vielen verschiedenen Personen sieht man auch, dass er eben auch philosophisch zwischen den Stühlen saß, was dann bedeutet hat, dass er eben Surrealist und Neukantianer gleichzeitig sein konnte, dass er Dichter und Komponist gleichzeitig sein konnte, dass er gleichzeitig messianisch denken konnte und marxistisch und dass er Metaphysik und Materialismus zu einem Ganzen verschmelzen konnte. Ich glaube, symptomatisch für sein ganzes Denken ist ein undogmatischer Umgang mit Tradition. Also in seinem ganzen Werk ist Umschmelzung charakteristisch. Das zeigt sich daran, dass er sich am Anfang, also in seinem Frühwerk, vor allem sprachphilosophischen Themen gewidmet hat, die dann langsam in ästhetische überging und dann in gesellschaftskritische übergegangen sind. Gleichzeitig, obwohl sich diese Bewegung so nachzeichnen lässt, ist in diesen ganzen Denkbewegungen theologisches Motiv immer vorhanden und ja, lässt sich sozusagen auch innerhalb dieser Denkbewegungen, die sich in seinem Werk dann überlagern, nachzeichnen, dass er sich da in der Frage der Theologie immer treu geblieben ist, auch wenn sich die Faszination fürs Alltägliche dann wandelte hin zu einer eher materialistischen Gesellschaftskritik, in der er versuchte, den Kapitalismus und die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts als ein Ganzes zu begreifen. Ich würde gerne die Chance nutzen, zwei sehr wichtige Freunde von ihm, nämlich Arendt und Adorno, zu Wort kommen lassen, die, als sie von seinem Tod erfahren, jeweils an Scholem, der damals in Jerusalem unterrichtete, schrieben. Arendt hat am 17. Oktober 1940 an Scholem geschrieben: Walter Benjamin hat sich das Leben genommen am 26.09. an der spanischen Grenze Portbou. Juden sterben in Europa und man verscharrt sie wie Hunde. Adorno hat am 8. Oktober 1940 geschrieben: Walter Benjamin hat sich das Leben genommen. Er hatte in Marseille sein amerikanisches Visum erhalten, ein festes Appointment beim Institut und alles war in Ordnung. Nur haben ihm die Franzosen, wie allen anderen, kein Ausreisevisum gegeben. Adorno endet den Brief damit, dass er schreibt: Ich bitte Sie inständig, mir zu schreiben. Ich weiß überhaupt nicht, wie es nach dem Tod von Walter weitergehen soll und Nachricht von Ihnen wäre unendlich wichtig. Können Sie nicht wieder hierher kommen? Mit hierher meint er New York, das damalige Exil von Adorno. Benjamin selbst, und das ist auch interessant, wenn wir über seine Rezeptionsgeschichte sprechen werden, hat viele Themen sozusagen, die dann in der Rezeption wieder aufkommen, selbst schon besprochen. So findet sich auch im Passagenwerk ein Abschnitt, in dem er mit Horkheimer über den Tod und über vergangenes Leid diskutiert. Horkheimer hatte gegenüber Benjamin eingewandt, dass wer die Geschichte als unabgeschlossen, also als nicht abgeschlossen betrachte, idealistisch denken würde. Horkheimer hatte geschrieben: Das wirkliche Unrecht ist geschehen und abgeschlossen. Die Erschlagenen sind wirklich erschlagen. Wer Unabgeschlossenheit der Geschichte ernst nehme, müsse, so meint Horkheimer, religiös sein und an das jüngste Gericht glauben. Dagegen wendet Benjamin ein, dass die Geschichte nicht allein eine Wissenschaft, sondern auch eine Form des Eingedenkens ist. Das Eingedenken kann das Unabgeschlossene zu einem Abgeschlossenen und das Abgeschlossene zu einem Unabgeschlossenen machen. Das ist Theologie. Und Benjamin kann Geschichte nicht grundsätzlich atheologisch verstehen, sie aber auch nicht unmittelbar in theologischen Begriffen beschreiben. Für Benjamin wäre es damit also möglich, Geschichte im Nachhinein umzuschreiben, wenn man das Leid, das
der heute Unterdrückten und damit eben auch das Leid aller jemals Unterdrückten aufheben würde. Ich glaube, damit ist eine radikale und vielleicht auch eine radikale Naivität beschrieben, die sich durch Benjamins ganzes Werk zieht und die vielleicht so einen ersten Einblick geben kann in das, was an seinem Denken so besonders und tatsächlich originell gewesen ist. Du hast dich ja vor allem mit Benjamins Passagenwerk befasst, was du jetzt auch schon erwähnt hast. Vielleicht können wir eben in den nächsten Minuten vor allem da drauf gucken und vielleicht eben, weil du auch Rezeptionsgeschichte angesprochen hast, am Beispiel des Passagenwerks vielleicht nachzeichnen, wie die Bedingungen waren, unter denen dieses Werk zustande kam, also wo Benjamin welche Gedanken einfließen hat lassen, das aufgeschrieben hat, wo auch er diese Schriftstücke dann deponiert hat und wie letztlich es dazu kam, dass dieses Passagenwerk uns so vorliegt heute, wie es uns vorliegt. Ich weiß, das ist ein ganz großes Unterfangen, aber ich glaube, dass man daran vielleicht auch vieles über den Philosophen hinaus quasi an historischen Umständen und so weiter erkennen kann, die eben mit das bedingen, was wir quasi heute über Benjamin und von seinen Schriften wissen. Also eben wenn wir ganz am Anfang, in Anführungsstrichen, anfangen, wie kann man das Passagenwerk denn fassen und wo ist das in Benjamins Denkbewegungen, in seiner Biografie auch zu verorten? Hat er das in einem Rutsch geschrieben oder wie kam das zustande, dieses Passagenwerk, wie wir es heute haben? Das Passagenwerk ist eigentlich das letzte und damit auch das unvollendete Werk Benjamins. Er hat zwischen 1927 und 1940, also bis zu seinem Tod, daran gearbeitet. Es wird auch vermutet, dass ein Manuskript davon eben in dieser verschwundenen Aktentasche war. Allerdings ist es eben noch auf anderen Wegen dann doch ans Tageslicht gekommen. Das Passagenwerk ist tatsächlich ein sehr seltsames Buch. Es ist eine Sammlung von Zitaten, die Benjamin erstmal tatsächlich einfach sammelt, aufbereitet, in Konstellation mit anderen Zitaten bringt, die er dann in Konvolute ordnet. Das ist erstmal sehr, also für den Leser erschlagend tatsächlich, aber gleichzeitig gibt er dabei auch Hilfe an die Hand. Also er hat 1935 und 1939 fürs Institut für Sozialforschung dann verschiedene Exposés zum Passagenwerk geschrieben und darüber auch mit den, also mit Adorno und Horkheimer vor allem diskutiert darüber. Diese Exposés zeigen uns, wie er mit diesen Materialien, die er gesammelt hat, umgegangen ist und könnten so eine Art Schlüssel für das ganze Passagenwerk geben, das wie gesagt unvollendet und fragmentarisch ist, aber gleichzeitig schon auf ein Ganzes zieht, das tatsächlich den wirklich auch unglaublich hohen Anspruch hat, den ganzen Kapitalismus in einem dialektischen Bild zu fassen. Und er will damit die Einheit von Ökonomie, Kultur, von Materie und Ideologie, von Dystopie und Utopie, von profanem Zwang und Kunst aufzeigen. Er hat in verschiedenen Phasen an dem Passagenwerk gearbeitet. Die erste ist von 1927 bis 1929. Dabei war er vor allem surrealistisch motiviert und das Theologische seines Denkens ist hier noch im Vordergrund. 1929 findet dann eine Zäsur statt. Da wendet er sich sozusagen dem Materialismus zu. Dazu könnte ich vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, dass 1924 als das Jahr angesehen wird, wo er sich zum Kommunismus bekannt hat. Ich würde dagegen vertreten, dass eigentlich schon ab 1919 sich eine Hinwendung zu linksradikalen Positionen bei Benjamin verzeichnen lässt, die aber tatsächlich noch nicht wirklich, also noch nicht systematisch sozusagen ins Werk einfließen. 1924 bekennt er sich dann als Kommunist, obwohl er nie in irgendeine Partei eingetreten wäre, eben Außenseiter geblieben ist. Und 1929, eben diese Zäsur in der Arbeit an den Passagen, wäre dann als materialistische Wende zu begreifen, auch wenn er sich, so lässt sich ganz gut nachvollziehen, weil er sehr genau über seine Lektüre Buch geführt hat. Erst Mitte der 30er hat er sich dann eingehend mit Marx und mit materialistischen Texten der Zeit befasst. In den Komplex der Passagen gehören eigentlich dann alle größeren Arbeiten ab Mitte der 1930er Jahre. Also der Kunstwerkaufsatz, der ja sehr berühmt ist, aber auch der Aufsatz über Eduard Fuchs
und der zweite Baudelaire-Aufsatz und die bekannten Geschichtsthesen gehören alle in diesen Passagenkomplex und werden in den Passagen, im Passagenwerk nochmal auf neue Art kundiert, würde ich sagen. Also es gibt da weitere Ausführungen zu. Die Themen des Passagenwerks sind so weit gespannt, dass ich sie jetzt überhaupt nicht zusammenfassen kann. Das reicht von solchen alltäglichen Beobachtungen von Kitsch, also ästhetischen Überlegungen, aber auch pädagogischen zu Kinder, von Kinderwelt bis hin zu Ökonomie und Ideologie. Aber eben alles versucht aus verschiedenen Blickwinkeln von all dem, was Gesellschaft ausmacht, auf ein Bild der ganzen Gesellschaft zu zielen. Und in diesem Bild wird dann, und das ist die zweite Phase der Arbeit am Passagenwerk, der Begriff der wahren Form immer wichtiger. Also Benjamin ist ab 1929 dann materialistischer in seiner Argumentationsweise und stellt die wahren Form dann auch in den Mittelpunkt seines Denkens. Und dafür greift er dann auf Marx' Kritik des wahren Fetischismus zurück und versucht zu beschreiben, wie sich die Bewusstseinsform, wie sich Ideologie im Kapitalismus, der sich zunehmend globalisiert und totalisiert, wie sich eben dazu dann die Ideologie auch wandeln muss. Jetzt hast du schon eben erwähnt, dass erstens es eine ganz lange Zeitspanne ist, in denen Benjamin an diesem Passagenwerk schreibt und dass da eben sehr unterschiedliche Gedanken zusammengeführt wird oder ja, sie in einem Zusammenhang gesetzt werden. Mich wundert oder nicht mich wundert, aber ich frage mich, ob Benjamin selbst diese Schriftstücke, die dann letztlich als Passagenwerk uns überliefert sind, alle als solche gekennzeichnet haben oder ob es irgendwo ein Verzeichnis sozusagen von ihm gibt, also das handschriftlich sozusagen belegt, dass das, was wir heute von ihm als Passagenwerk in der Hand halten, auch das ist, was er sich darunter vorgestellt hat. Also wie ging dann die Überlieferung nach Benjamins Tod? Du hast eben schon angesprochen, dass unterschiedliche Leute auf unterschiedlichen Teilen der Welt Überlieferungen Benjamins Schriften hatten. Wie ist es dann im Falle vom Passagenwerk weitergegangen, nachdem Benjamin gestorben ist? Ja, also wir können natürlich nicht erkennen, was Benjamin abschließend mit dem Passagenwerk erzielen wollte, weil das, was er gemacht hat, eben Vorarbeiten waren. Aber man kann sich das als eine Art Karteisammlung vorstellen, die er tatsächlich durch Buchstaben geordnet hat. X steht dann beispielsweise für Marx, also für seine Beschäftigung mit Marx in diesen Konvoluten. Dadurch lässt sich das schon einordnen. Gleichzeitig sind diese Sammlungen aber so verstreut, auch, also was auch für das verstreute Denken von Benjamin spricht, dass es dann doch wieder schwierig ist, das zu einem Ganzen zusammenzufassen. Aber ich würde darauf pochen, dass das möglich ist, weil er gerade im erkenntnistheoretischen Konvolut N sehr viele Gedanken zu dem, wie Philosophie überhaupt möglich ist, wie Erkenntnis überhaupt möglich ist, aufgeschrieben hat. Zu der Überlieferungsgeschichte vom Passagenwerk. Also es gab ein, das gehört dann in den Pariser Nachlassteil. Also Georges Bataille hat für Benjamin einen Teil seines Archivs in der Nationalbibliothek in Paris versteckt und hat danach, also nach dem Krieg, Adorno einen Teil dieser Passagensammlung zugeschickt. Unter anderem war da noch dabei die Berliner Kindheit und dann noch frühe Sonette für den verstorbenen Freund von Benjamin Heinle. Also diese Sachen hatte Georges Bataille versteckt und die wurden 1981 dann in der Pariser Nationalbibliothek wieder gefunden. Aber ein Teil ging davor schon an Adorno, der sich dann wirklich verdient gemacht hat, darum die auch zu veröffentlichen, obwohl Benjamin damals nur einem eingeweihten Kreis zugänglich war und noch keine breite Öffentlichkeit gefunden hatte. Das hat sich dann erst in den 60ern, Ende der 60er geändert. Vielleicht genau in diese Zeit geguckt. Vielleicht ist es auch Spekulation, aber vielleicht kannst du da auch was zu sagen, auf fundiertem Wissen aufbauen sozusagen. Ich frage mich immer, warum, zu welchem Zeitpunkt welche Schriften dann populär werden oder was heißt populär zumindest, also da die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt bekannt werden, ist ja deren Veröffentlichung. Jetzt hast du gerade gesagt, in den 60er Jahren wurden Benjamins Schriften ja
mehr Aufmerksamkeit oder zunehmend ab den 60er Jahren zunehmend Aufmerksamkeit gezollt. Sprichst du da hier von hierzulande oder meinst du, das ist ein globaler Trend sozusagen, dass Benjamin dann in den 60ern bekannter wurde und eben wem ist es zu verdanken letztlich? War das einfach an der Zeit sozusagen oder welche Faktoren spielen da mit rein? Ach ja, auf jeden Fall sehr viele, diverse. Als erstes ist vielleicht einfach zu erwähnen, dass Scholem und Adorno sich sehr darum bemüht haben, diese Schrift zu veröffentlichen. Eigentlich schon in den 40ern, aber dann wirklich vermehrt in den 50er Jahren. Erst in den 60ern hat es, wie gesagt, dann irgendwie eine breitere Öffentlichkeit getroffen. Ich würde das auf jeden Fall auf die Stimmung vor 68 zurückführen, in der dann Benjamin plötzlich als Marxist, als Kommunist, ja, wieder auflebte und diese Begeisterung für Benjamin dann sich teilweise aber auch gerichtet hat gegen die Vertreter eigentlich seines Erbes. Also es gab dann große Diskussionen darüber, inwiefern Benjamin für den Materialismus oder für den Marxismus zu verbuchen sei. Es wurden Adorno vor allem wurden Fälschungen seines Werkes vorgeworfen, was meistens eigentlich eher politische Aversionen dann im Hintergrund hatte und sich dann aber auf so eine sehr akribisch-philologische Diskussion gestützt hat, die oft auch, naja, vielleicht so ein bisschen als Leichenfledderei zu bezeichnen ist. Und ich glaube, heute ist die Rezeption vor allem als so eine Art, naja, Herausglauben aus einem Steinbruch zu bezeichnen, weil das poststrukturalistische Interesse an Benjamin eigentlich gerade so einen Trend, kann man sagen, verzeichnet seit den 90ern, dass ja Benjamin für alles und jedes eben gebraucht werden kann, wozu sich sein Werk eben wegen der fragmentarischen Form auch anbietet. Aber gleichzeitig wundere ich mich zumindest immer wieder darüber, wie wenig dann tatsächlich von Benjamin gelesen wurde, weil die eine Stelle, die dann für irgendwas angeführt wird, bei Benjamin zwei Seiten später wieder zurückgenommen wird oder neu diskutiert wird, in einen neuen Rahmen gestellt wird, eben diesen umschmelzenden Prozess, der sein ganzes Denken durchzieht, der zeigt sich darin und das wird dann ausgeklammert. Man bezieht sich nur auf die Zitate, die einem eben gerade in den Kram passen. Und das ist vielleicht heute nicht mehr so mit politischen Vorzeichen versehen, wie das in dieser großen Debatte um Marxismus und Messianismus bei Benjamin war. Aber ich glaube, das hat nicht minder politische Vorzeichen, weil man gerade versucht, das gesellschaftskritische, gefährliche und radikale an Benjamins Denken rauszunehmen. Der Appell also von Lea Fink, Benjamin zu lesen und auch weiter zu lesen und ja, die Gedanken vielleicht ähnlich wie Benjamin das eben tut, nicht an einem Punkt stehen zu lassen, sondern immer wieder in neue Kontexte einzubetten und zu überdenken. Lea, vielleicht abschließend für Hörerinnen und Hörer, die Benjamin nur so peripher irgendwie mal ja eben von gelesen haben oder du hast ja jetzt gerade auch angesprochen, man liest heutzutage sehr viel in unterschiedlichen Bereichen ist Benjamin interessant. Wenn man sich jetzt für eine ähnliche Sicht wie du interessiert, nämlich quasi diesen ganzen Steinbruch, der ziemlich in Bewegung zu sein scheint, durchdringen möchte, welche Tipps kannst du denn Laien an die Hand geben, wenn sie denn jetzt hoffentlich Lust bekommen haben, sich mit Walter Benjamin zu beschäftigen? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, finde ich, weil sich Benjamins Werk tatsächlich auch ja verstellt gegenüber des Lesers. Deswegen kann ich eigentlich nur sagen, dass man sich nicht bange machen lassen soll und vielleicht ist am Anfang die ersten zwei Sätze nicht versteht, weil sie auch schroff und esoterisch wirken können, aber die nächsten drei dann dafür tatsächlich klar und strukturiert argumentieren und gerade diese Mischung dann die Lesefreude auch bereitet, die man bei Benjamin findet. Das jetzt auf so einer formalen Ebene, auf einer inhaltlichen Ebene würde ich sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, Benjamin zu lesen, weil er wie kein anderer, würde ich sagen, diese marxistische Diskussion über Basis und Überbau auf eine andere Ebene holt und tatsächlich dieses Schema von Überbau hier, Unterbau dort überwindet und eben genau an die Hand gibt, wie man
Kultur materialistisch begreifen kann. Und das macht er in Modellen und Bildern. Und gerade diese Bilder sind sehr einleuchtend und tatsächlich auch literarisch sehr schön beschrieben.